müsst den Namen einer Person auf einen Zettel schreiben, der ihr heute Mittag eine energetische und intensive Massage geben werdet. Ich fange mit Levi an. Zara. Leonie. Was? Leonie? Zwei Paare, eine Villa. Zeit für Zweisamkeit, sich zu lieben, zu verwöhnen, die schönen Momente des Lebens genießen. Bis sie ins Spiel kommen. Sechs knallharte Singles. Die eine heißer als der andere. Werden sie die Pärchen auseinanderreißen? Treue gegen Versuchung. Villa der Liebe, Fremdgehen verboten. Hey, hey, was? Ich will aufs Zimmer. Nein, guck mal. Das Ding ist, das ist doch genau sein Plan. Er will dich doch eifersüchtig machen, damit du genauso fühlst, wie du gerade fühlst. Ist mir doch egal. Ich find's einfach sowieso ekelhaft oder so. Ich will es mir gar nicht erst vorstellen. Zara zieht sich vielleicht auch noch aus und dann haben die irgendwas und dann... Das ist aber Teil der Show. Darauf hast du dich irgendwo auch eingelassen, oder? Muss ich das? Ich dachte, er steht zu mir, verstehst du? Verstehe ich. Aber, also, wir können eine Runde spazieren gehen oder so, wenn du magst. Das beruhigt manchmal. Ja, okay, können wir machen. Ja? Ja, okay, hast recht, ja. You gotta save me now. I'm slipping so far down. It's only you I trust. To set me free from this, I don't know. Was ist los? Hey, ist das wegen Neo? Neo? Nein, nicht traurig sein. Er hat es bestimmt nur gemacht, um dich zu ärgern. Ich hätte nie gedacht, dass er sowas macht. Also ich hätte auch nie gedacht, dass er so toxisch ist. Vielleicht habe ich mich immer in ihm geirrt. Nein, ist er nicht. Er liebt dich vom ganzen Herzen und er war auch immer aufrichtig zu dir. Denkst du nicht? Ich kann das wirklich nicht verstehen. Nein. Ich wollte sowieso noch mal über ein anderes Thema mit dir reden. Und zwar, du weißt doch, der Plan. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber das ging einfach gar nicht von mir. Ich muss einfach lernen, manchmal besser mit Menschen umzugehen. Tut mir leid. Ja, du hast recht. Danke. Du Greta, aber hast du vielleicht einfach schon mal überlegt, vielleicht, dass Neo sich einfach vertan haben könnte? Hast du schon mit ihm darüber geredet? Ich hatte ja noch gar keine Zeit, mit ihm zu reden. Levi, unser Plan ist aufgegangen. Hast du Milenas Gesicht gesehen? Also mein Name drin stand und nicht ihre. Ja, aber das fühlt sich nicht so gut an. Das muss so sein. Alles ist gut. Sie war angepisst. Aber... Ja, das ist es. Ich kann nicht einfach nochmal den gleichen Fehler machen wie vorher. Das geht nicht. Ich habe immer alles falsch gemacht. Ich war so viel unterwegs. Ich war auf Tennisturnieren. Ich war nie für Milena da. Und ich will das nicht nochmal so machen. Ich kann nicht nochmal den gleichen Fehler machen. Soll er eben für sie kämpfen? Vielleicht ist es ja der richtige Weg. Vielleicht liege ich ja mit meinen toxischen Plänen falsch. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habt ihr Milena gesehen? Nein. Also ich glaube doch, die wollte spazieren gehen. Spazieren mit wem? Ich muss dich glaube ich enttäuschen, aber ich meine David. David? Fuck! Was ist denn jetzt los? Dass die Tage für dich sehr aufreibend waren. Mit Levi und der Show und allem. Aber hast du vielleicht Lust, in Deutschland mit mir weiter zu daten? Oder zu uns weiter kennenlernen? Weißt du, David, ich kann das alles noch gar nicht glauben, weil ich meine, ich bin mit Levi wie lange zusammen? 8 Jahre. Und soll das jetzt alles aufgeben für ein Date? Ich kann niemanden daten. Okay. Auch wenn ich dachte, dass das hier eine Ablenkung wird, aber ich glaube ja nicht. Und das zwischen uns war jetzt die ganze Zeit. Tut mir leid. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Sorry. Dame tu dinero. Sorry, we don't speak Spanish. Give me your money. What? My money? Yes. Give me your money. We don't have money. Yes, give me your money. We don't have money. No, you have money. No, we don't have money. Give me your money. We don't have money. Give me your money. No! Stay here! Give me your money. Give me your money.
verstehe immer noch nicht, warum du mich für die Massage genommen hast und nicht deine Freundin. Ich meine, Greta ist doch jetzt bestimmt richtig sauer auf dich. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber mit Greta kann ich mein Leben lang noch Zeit verbringen. Und ich bin jetzt da, um dir zu helfen. Wie meinst du das? Zieh mal dein Shirt aus. Das kann ich nicht. Genau, das meine ich. Guck mal, Leonie, ich weiß, ich kenne das Problem mit den Hemmungen, sich einfach mal gehen zu lassen, einfach mal das Shirt ausziehen und einfach mal frei zu sein. Weil ich dasselbe auch hatte früher. Ach, krass. Ja, es gab so eine Zeit bei mir, ich war eigentlich meine Kindheit, meine Pubertät, die ganze Zeit, ich war extrem dick. Ich hatte permanent Angst, mich zu zeigen. Ich muss mir mal vorstellen, ich hatte die Zeit sogar. Ich war im Schwimmbad und ich wurde ausgelacht von anderen Kindern. Und seitdem war ich nie mehr in einem Schwimmbad. Und dann habe ich angefangen, Sport zu machen. Ich habe angefangen zu trainieren und ja, ich fühlte mich besser. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich auch wieder mehr getraut, aber weißt du, was ich schlussendlich daraus gelernt habe? Deine Familie, deine Freunde, die lieben dich noch genauso, egal wie du bist. Und ich glaube, dass das schlussendlich der Schlüssel ist. Liebe und nicht irgendwie, wie du nach außen wirkst. Wenn wir das jetzt wirklich machen, dann fliegen wir raus und alle anderen sind jetzt auch. Aber denkst du nicht, das wäre egoistisch von uns? Ja, aber ich meine, wir hatten jetzt 4 Tage Zeit und keiner hat irgendwas geschafft zu machen. Und wie wäre es, wenn wir einfach mal dieses Pärchen ein Pärchen lassen? Da hast du auch recht. Und bist du auch wirklich bereit dazu? Ey, ich bin schon seit langer Zeit bereit. Aber ich glaube, wir müssen mal hier ein bisschen aufräumen. Männer. Tut dir mir einen Gefallen jetzt hier? Einfach mal bitte alle raus jetzt hier, ja? Du machst hier den ersten Abgang jetzt hier. Ey, raus jetzt hier, komm. Auch du, Tobi, komm. Raus hier. Nein. Doch, Abflug jetzt hier. Punkt mal raus hier, bitte. Hey, weg jetzt hier. Ich muss mich jetzt hier gucken. Komm. Wir haben jetzt hier noch einiges vor. Los, ja. Raus hier. Wir arbeiten hier. Nein, nein, ist mir scheißegal. Raus jetzt hier. Komm mal klar. Geht weg jetzt hier. Mach's gut. Ciao, ciao, Kamera. Ciao. Sehen uns. Ciao, ciao. Brauchst du wirklich gar keine Sorgen machen. Er hat mir gerade sehr geholfen. Aber er ist zu 100% dein Mann. Tut mir leid, ich hätte es dir sagen sollen, dass ich was vorhabe. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Lena, was machst du? Hey! Go away! Get away! Go away! Relax! Go away! Hey! Was willst du von meiner Relax, Freundin? My friend. Hau ab! Go away! Hey! Go away! Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Mit uns rum. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Ja. Ja. Lena, pass auf. Es tut mir wirklich leid. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, aber ich mach das nicht nochmal. Wir müssen neu anfangen. Es tut mir wirklich unglaublich leid und pass auf, wir müssen das hier als Neuanfang sehen. Wenn wir hier raus sind, dann fangen wir neu an. Wir kriegen das hin, vertrau mir. Ich liebe dich. Versprich es mir bitte. Ich verspreche es dir. Wirklich? Ja, hundertprozentig. Ich werde wieder mehr Zeit für dich haben. Wir kriegen das hin. Ich werde mir mehr Zeit für dich nehmen. Das, was du willst, okay? Wirklich, wir kriegen das hin, Melina. Ich bin mir sicher. Ich liebe dich. Leonie, du musst uns helfen. Ich und Melina wollen mal fallen, ja. Was? Du musst warte, die Polizei was? Rufen was? Oder irgendjemanden oder irgendwas. Da sind sie doch. Ist alles gut, wirklich. Warte mal, und du bist einfach davongelaufen? Ja, wirklich. Ja, manchen Dingen muss ich vielleicht noch irgendwie an mir arbeiten.
Vielleicht bin ich noch nicht so weit. Ja, ich muss auch noch an manchen Punkten an mir arbeiten. Aber wenn das Ganze vorbei ist, hast du vielleicht Lust, mal einen Kaffee trinken zu gehen? Leute! Die Produktion will das Experiment einstellen. Was? Keine Ahnung, das kommt schnell. Ich weiß, warum. Warum? Es ist doch keiner fremdgegangen. Was? Wer weiß? Warum? Leute, wir müssen euch was sagen. Was denn? Die Produktion hat das Experiment abgebrochen. Aber warum denn jetzt eigentlich? Ich kann es euch nicht sagen. Wir dürfen den Nachmittag jetzt noch hier verbringen. Und heute Abend gehen die Flüge nach Hause. Aber weiß irgendjemand von euch, was passiert sein könnte, dass es jetzt alles abbrechen? Also ist jetzt doch irgendjemand von euch fremdgegangen oder irgendwie ihr Singles? Also ich weiß nicht. Hm? Nein. Nee, ich auch nicht. Sarah? Nee. Das kann ich wohl erklären. Das Experiment hieß Fremdgehen verboten. Und natürlich impliziert das eigentlich, dass wir davon ausgingen, dass einer nach dem anderen betrogen und hintergangen wird, wie es sich alle Zuschauer wünschen würden. Aber unsere Pärchen haben sich dagegen entschieden, gegen das instinktive Verlangen, wahre Gefühle gegen belanglose Toteleien aufzuopfern. Unsere Pärchen haben gezeigt, dass es sich lohnt, für echte Liebe zu kämpfen. Dass Kompromisse und Kommunikation der Schlüssel sind. Nicht toxische Spielchen und intrigante Lügen. Für unsere Produktion war das ein großer Misserfolg. Die Zuschauer wollen Verletzlichkeit und Verzweiflung. Sie lieben das zwischenmenschliche Gift. Aber für Neo, Greta, Milena und Levi und unsere Singles war das Experiment eine große Lehre fürs Leben. Und jeder Einzelne nimmt vieles mit und hat für sich gesehen gewonnen. Wir bedanken uns, dass du Zuschauer warst beim großen Vertrauenstest. Villa der Liebe. Fremdgehen verboten.